So, jetzt muss ich hier mal testen, wie die Audioqualität ist und ob das auch so passt, wie ich will. Schauen wir mal. Also mir ist es zu laut auf den Ohren schon mal. Wir werden derweil mal einen meiner Hassgegner machen. Hoffen, den zu machen. Ich werde so oft sterben. Ich bin schon so oft gestorben. Jeder darf raten, was für ein Gegner das ist. Richtig, Mister. Wenn meine Viecher dich angreifen und dich treffen, dann bist du so gut wie tot. Ja, ist mein Lieblingstyp. Ey, ich habe die Viecher erledigt. Jetzt muss ich nur noch durch ihn durchrennen. Mich heilen. Und ihn erledigen. Weil er hat nicht viel Leben. Ich aber auch gerade so gut wie ne gar nicht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Er hat kaum noch Leben. Und ich komme noch aus da. Nein! Oh Gott. Oh Gott, er übergibt sich. Ich muss ihn erledigen, sonst bin ich tot. Man braucht zwischendurch einfach mal eine Pause von Dark Souls, um dann so richtig durchstarten zu können. Aber im Prinzip, ja, das ist eine relativ gute Taktik. Einfach erst hier nach rechts gehen, dann die kleinen Viecher ausschalten. Am besten eigentlich mit einem Großschwert, aber dafür habe ich gerade nicht die Sachen, die Skills. Und ansonsten, ja, wie heißt das? Ansonsten ihn einfach nur auf die Hinterpfoten schlagen. Dieser Boss war meines Wissens sogar optional. Man hätte hier auch gleich nach oben gehen können. Auch der da ist optional, um an die Kiste zu kommen. Man muss ihn nicht töten, außer man will an diese Kiste. Was gibt's in dieser Kiste? Ja, schau mal, ein Drachenamulett. Ach, nett. So. Aber rein theoretisch, wenn das jetzt sogar erfolgreich ist, von der Aufnahmequalität, es würde mir einiges erleichtern, dann könnte ich auch gleich mal fragen, ob denn mal ein Dark Souls Playthrough soweit gewünscht ist. Dann hätte ich auch einen viel größeren Grund, Dark Souls nochmal ordentlich zu spielen. Verkaufen alles, was doppelt ist. Ja, dann hätte ich halt einen richtigen Grund, Dark Souls nochmal durchzuspielen. Ich habe hier den Kurzbogen mit Blitz, da brauche ich den normalen nicht. Ja, das ist alles doppelt. Ich hier was doppelt? Och, halt doch mal die Klappe, wer auch immer da ist. Ja, hier. Meine Fresse, habe ich das oft. Bengal-Set habe ich auch schon. Dann brauche ich den nicht mehr. Ja, und davon will ich alles soweit behalten. So, warte, hast du neue Dialogoptionen für mich? Okay, nee, du hast immer noch den gleichen. Also wir gehen jetzt bis zum nächsten Leuchtfeuer und dann wird es das auch sein.
Die haben so wenig Leben. Weißt du, für dich lohnt sich das sogar. Einfach weil du ansonsten nervig bist. Ein Kruderstein. Es hat sich nicht mal gelohnt. Hier ist irgendwas viel zu laut. Na komm. Na komm. Dum-di-dum-di-dum. Ich will auf ein bisschen ebenen Grund mit dir kämpfen. Ich will da nicht runterfallen. Hätte ich so gar keinen Bock drauf. Du bist tot. Habe ich ja bald eine Gürmrüstung. Als volles Set. Gefällt mir. Ja, aber wie gesagt, falls diese Testaufnahme sogar erfolgreich sein würde, also falls ihr das seht, könnte ich ja mal fragen, ob denn auch mal ein Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Playthrough gefragt sein könnte. Es wird nicht, das kann ich gleich von vornherein sagen, es wird kein 100% Run, sowas kann ich nicht. Speziell nicht bei Dark Souls 2. Aber ja. An sich, falls gewünscht ist, einfach sagen. Das war's aber auch mit dem Test.